Freunde, was geht ab? Willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich bin zurück, Freunde, und ich werde ab sofort wieder täglich Content bringen auf diesem Kanal. Viele haben mitbekommen, was passiert ist, und zu dem Vorfall, der mir letzte Woche Freitag auf Samstag vom 27. auf den 28. in der Nacht passiert ist, möchte ich mich hier heute gerne einmal äußern. Vorab muss ich dazu sagen, es ist natürlich noch ein laufendes Verfahren und dementsprechend gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Abgesehen davon möchte ich ganz kurz vorab mich bedanken bei jedem einzelnen Zuschauer, YouTuber-Kollegen, Deutschrapper, wer auch immer. Also es haben sich wirklich so viele Leute bei mir gemeldet. Und das hat einem sehr viel Kraft gegeben. Dafür möchte ich mich einmal recht herzlich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Das ist wirklich sehr wichtig gewesen in der Zeit, muss ich sagen. Und ich hätte niemals gedacht, dass einem ein paar Nachrichten so viel Kraft schenken können. Dafür bin ich euch wirklich allen sehr dankbar. An jeden Einzelnen, der mir wirklich gute Besserung gewünscht hat. Ich habe wirklich gemerkt, was für eine starke Community wir uns innerhalb dieser 2 Jahre jetzt hier auf YouTube aufgebaut haben. Und das macht einen wirklich sehr glücklich zu wissen. Das macht einen irgendwo auch stolz zu wissen. Und das motiviert einen extrem wirklich, das zu wissen, muss ich sagen. Und ihr habt es mitbekommen, in den letzten Wochen kamen hier wirklich mehrere Statements auf dem Kanal. Ich muss auch dazu sagen, das Jahr 2022 ist wirklich, Gott sei Dank, sehr gut für uns. Es läuft besser als je zuvor, Gott sei Dank. Und ich glaube, jetzt fange ich langsam an, über den Vorfall zu erzählen. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich wollte wirklich die letzten Tage auch schon anfangen, was vorzudrehen und das schon mal zu schneiden und so weiter und so fort. Aber ich habe mich absolut nicht bereit gefühlt, mich schon vor die Kamera zu setzen und darüber zu reden. Auch heute fühle ich mich nicht zu 100% bereit, aber ich will es wirklich hinter mich bringen, Freunde. Ich will wieder anfangen, Content zu bringen. Und vor allem jetzt in der Zeit, wo ich einfach gar nichts machen konnte. Es war wirklich sehr schlimm, Freunde, weil ich bin ein sehr produktiver Mensch. Ihr wisst es selber, auf diesem YouTube-Kanal kommt täglich was online an Content. Und wenn ich mal einen Tag nichts mache, dann habe ich ein echt sehr schlechtes Gewissen. Ich fühle mich einfach also einfach sehr schlecht, wenn ich nicht produktiv bin an einem Tag. Wir machen seit 2 Jahren YouTube und auf diesem Kanal kommen täglich beinahe Videos. Wir sind sehr produktiv, was das angeht. Und wenn es dann mal eine Zeit gibt, wie jetzt beispielsweise, wo ich aufgrund einer Verletzung dann ausfalle, da beiße ich mir wirklich ins Gewissen und das tut mir dann einfach weh, dass ich kein Content bringen kann, dass ich nicht produktiv sein kann, auch wenn ich den Grund dafür kenne. Und ich glaube wirklich, dass dieses Video, was ich jetzt hier drehe, eines der schwierigsten Videos für mich ist zu drehen, was ich so in den letzten 2 Jahren auf YouTube gedreht habe. Denn ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Verzeiht mir bitte, wenn ich in diesem Video ab und zu meine Pause brauche oder wenn Cuts drin sind oder was auch immer. Wie gesagt, ich fühle mich noch nicht zu 100% bereit. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, euch zu erklären, wie es zu dem Vorfall gekommen ist, vom 27. auf den 28. in der Nacht. Jeder von euch kennt meinen kleinen Bruder, der immer in den Videos neben mir sitzt und mit dem wir gemeinsam die Videos machen, Emre. Und der Emre macht auch hin und wieder mal Partys und das sind halt nicht Partys, die jedes Wochenende stattfinden oder alle 2 Wochen oder sonst wie, sondern alle paar Monate, alle paar Jubeljahre mal macht er eine Party und das war jetzt seine zweite Party. Die erste Party verlief ganz gut auf jeden Fall. Und bei der zweiten Party hatte Emre gesagt, ey, ich will auf jeden Fall, dass du dabei bist und viele Leute würden sich sehr freuen und komm doch bitte mit. Und ja, ich bin der große Bruder und ich dachte mir, komm, erfüllst du dem den Wunsch, machst du den glücklich, wenn du den so einfach glücklich machen kannst, indem du einfach nur auf seine Party mitgehst, dann gehst du einfach mit und guckst dir das an, hast da ein bisschen deinen Spaß an dem Tag. Ich muss dazu sagen, eigentlich bin ich wirklich niemand, der gerne auf Partys geht, der gerne feiern geht. Ich mag es einfach nicht, es ist nicht mein Ding, ich tanze sowieso nicht und es ist einfach nicht mein Ding. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das letzte Mal war ich wirklich feiern mit 18 oder 19. Ich bin jetzt 26 Jahre, ihr könnt selber ausrechnen, wie viele Jahre dazwischen liegen wirklich. Ich bin kein Mensch, den man auf Partys oder in Diskotheken regelmäßig antreffen kann, auf gar keinen Fall. Ich kam dann gegen 23 bis 1 Uhr nachts ungefähr, kam ich dann an in Düsseldorf beim Kö-Club auf der Veranstaltung meines Bruders. Und ich muss sagen, viele Leute haben mich da direkt auf Anhieb erkannt. Andere Personen habe ich wiederum erkannt aufgrund ihrer TikTok-Videos.
Videos, da waren viele Influencer, da waren sehr viele Leute, die ich auch, deren TikTok-Videos ich feiere, und man hat wirklich, also ich habe wirklich mit sehr vielen Leuten sehr, sehr viele witzige Gespräche geführt an dem Abend. Es war ein sehr, sehr lustiger und schöner Abend für mich, bis zu diesem Vorfall natürlich, und ich muss sagen, ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe mich da mit jedem Einzelnen sehr, sehr gut verstanden an dem Abend und auch Spaß gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Sehr viele Leute haben sich auch gefreut, dass ich da war an dem Abend, und ich muss sagen, der Abend verlief, ich weiß nicht mehr ganz genau, um wie viel Uhr der Vorfall passiert ist. Als ich im Krankenhaus war, war es, glaube ich, schon 7 Uhr. So, bis 5, 6 Uhr ungefähr verlief alles wirklich problemlos für mich. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Und dann stand ich an einem Tisch mit zwei anderen Jungs. Und ich war mit beiden Jungs sehr, sehr gut. Ich habe mich mit beiden verstanden. Man hat eine halbe Stunde lang geredet und gequatscht und gelacht und haha, hihi, hoho, hier und da. Und es war eine gute Atmosphäre, wisst ihr, was ich meine? Es war ein geiler Vibe einfach, die Chemie hat gepasst, man hat gelacht, und die zwei Jungs sind dann plötzlich in eine Diskussion gekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung aufgrund dieses Vorfalls. Ich habe sowieso seit dem Vorfall habe ich so ein bisschen Gedächtnisprobleme, muss ich dazu sagen. Dazu komme ich aber gleich. Und es kam auf jeden Fall zu irgendeiner Diskussion zwischen den beiden Jungs, mit denen ich an einem Tisch stand. Die sind sich aber nicht näher gekommen, die haben sich nicht beleidigt oder die haben nichts gemacht, was so irgendwie eine Andeutung dazu geben könnte, dass es gleich eskaliert. Die sind nur lauter geworden. So, und vor allem in der Diskothek kennt man ja, die Jungs haben scheinbar auch ein bisschen was getrunken, so wie ich das mitbekommen habe. Irgendwann sind die halt lauter geworden, haben diskutiert über irgendein Thema, was ich nicht mal mehr weiß, und ich habe dann so geguckt, und da war dann jemand, der uns so ein bisschen schief angeguckt hat, so nach dem Motto, ey, da muss man dazwischen gehen, so. Und ich habe dann zu den Jungs direkt gesagt, ey Jungs, da ist jemand, der vermutlich ein Türsteher ist oder sein könnte, und guckt schon in unsere Richtung, nicht, dass er uns hier gleich versucht, irgendwie Stress zu machen oder uns rausschmeißt oder keine Ahnung, scheißt mal drauf, das ist Emre's Party, habe ich gesagt, gebt euch die Hand und dann ist gut, weil ich dachte auch irgendwo, ey, das ist von meinem kleinen Bruder die Party, Alter, wenn die sich jetzt streiten, ist auch kacke. Dann habe ich gesagt, Jungs, gebt euch die Hand, Trallas, ist gut. Die haben gesagt, okay, das ist eh sinnlos, worüber wir hier diskutieren oder irgendwie so, und die haben sich dann die Hand gegeben, der eine hat den anderen zu sich gezogen, hat den umarmt, die haben sich so auf Wange geküsst, dies, das, war alles Friede, Freude, Eierkuchen wieder, wisst ihr, was ich meine? Und da habe ich mir gedacht, okay, cool, die haben sich direkt die Hand gegeben, geil, so, wisst ihr, was ich meine? Einfacher kann man eine Sache nicht lösen, so. Und der vermutliche Türsteher, der mich dann angeguckt hat oder der dann in unsere Richtung geguckt hat, kam dann auf mich zu und hat mich dann geschubst. Als erstes hat er mich geschubst, wo ich mir sowieso dachte, hä, warum schubst du mich? Und ich sag euch ganz ehrlich, in dieser Schubserei, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gesagt habe, weil ich danach bewusstlos zu Boden gegangen bin. Deswegen habe ich so ein paar Gedächtnislücken. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich dem Türsteher versucht habe klarzumachen, dass ich der Bruder von Emre bin und dass er mich nicht rausschmeißen soll ohne Grund. Wisst ihr, was ich meine? Und der hat mich immer weiter geschubst. Das hat ihn gar nicht interessiert, was ich zu sagen habe. Und ich habe dem dann gesagt, ey, ich bin Emres großer Bruder. Hör auf, mich zu schubsen. Und irgendwann, umso mehr man geschubst wird, irgendwann denkt man sich ja auch, ey, reicht irgendwann, wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Ich glaube, ich habe dann am Ende nur noch gesagt, was ist der Grund, was willst du von mir, so, irgendwie sowas. Und der Türsteher in der Situation schubst einfach immer weiter, so. Und ich sage nur noch, ey, was ist dein Problem, was willst du von mir, warum schubst du mich raus? Ich bin Emres kleiner Bruder vom Veranstalter, das habe ich ihm versucht klarzumachen. So, und der schubst immer weiter, und irgendwann kennt man ja auch selber, Digga, ich bin 26, Bruder, der schubst mich die ganze Zeit, red doch mit mir wie ein Erwachsener. Mensch, abgesehen davon ist die Party von meinem Bruder. Wisst ihr, was ich meine? Mein Bruder ist der Veranstalter. So, dann sag mir doch, und ich sag dir das die ganze Zeit, dann sag mir doch einfach, was dein Problem ist. Und dann gehe ich selber raus, so, wisst ihr, was ich meine? So, ja, ne, gar kein Problem, oder hol Emre dazu, oder was auch immer. Aber versuch doch nicht, mich grundlos einfach rumzuschubsen, wie so ein kleines Kind, um mich da rauszuschmeißen. Und irgendwann hatte ich die Faxen dicke, er hat mir auch nichts gesagt, er hat einfach nur immer weiter geschubst, ohne was zu sagen. Und irgendwann habe ich dann auch selber zurückgeschubst, einmal. Und ab dann weiß ich wirklich nur noch, wie ich vom Boden aufgestanden bin. Ich war scheinbar bewusstlos, und ich weiß wirklich nur noch, wie ich am Boden wach geworden bin. Und dann so mit eigener Kraft, ich guck so, ne, und sehe alles so voll verschwommen so ein bisschen. Und so genau weiß ich es auch nicht mehr, aber es war alles sehr, sehr komisch so mit den Farben und so verschwommen halt einfach. Ich war wie so benebelt, so, wisst ihr, was ich meine, gar nicht bei mir. Und ich stehe dann so auf, ich versuche mich so hoch zu ziehen und gucke dann meine Hand, irgendwie, irgendwas hatte ich an meiner Hand auf jeden Fall, da haben so Sachen dran geklebt, die habe ich abgerissen, und dann kam da so Blut auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und ich bin dann aufgestanden
mit eigener Kraft und habe dann geguckt, alle Leute stehen um mich herum, alle am Schreien und dies und das. Ich habe gar nicht gecheckt, was abgeht. Ich wusste gar nicht mehr, dass mich jemand geschubst hat und dass ich gerade in der Schubserei war. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf und ich bin dann einfach losgelaufen. Ich war ja nicht bei mir, ich war ja gerade bewusstlos gegangen. Ich bin dann aufgestanden, ich guck, aber die erste Person, die ich auf jeden Fall gesehen habe, war Elias Emenes. Ich muss sagen, ein dickes Dankeschön geht an Elias Emenes raus. Er hat direkt erste Hilfe geleistet, während ich am Boden bewusstlos lag. Das sieht man auch in den Videos, Bruder. Danke dafür. Wallah billah, ein Danke, ein dickes Danke aus meinem Herzen an dich auf jeden Fall, dass du in dem Moment direkt erste Hilfe geleistet hast. Und auf jeden Fall, ich wurde dann wach. Hab mich hochgestützt quasi mit eigener Kraft, sehe alles so ein bisschen komisch oder verschwommen so und lauf dann einfach los in Richtung Ausgang. Ich wollte einfach gehen scheinbar, keine Ahnung, was ich vorhatte, ich weiß es selber nicht, aber ich bin einfach losgelaufen instinktiv, keine Ahnung. Und durch die Menschenmasse dann, irgendjemand hat mich festgehalten, scheinbar war es Emre, so wie ich es in seinem Statement halt gesehen habe, und er hat mich am Kopf gehalten und mir was gesagt. Daran habe ich mich dann auch erst erinnert, als ich es in seinem Video gesagt habe. Aber ich habe den nicht erkannt. Ich wusste nicht, wer da mit mir redet, was der mit mir redet. War mir, also keine Ahnung, in dem Moment so, ich habe gar nichts gecheckt, wisst ihr, was ich meine? Er hat irgendwas gesagt, dann bin ich einfach versucht, weiterzulaufen. Und dann irgendwann steht da so ein Polizist vor mir, so ein richtig großer Polizist. So, und er sagt, bleiben Sie mal stehen. Und ich gucke den Polizist an, ich so, hä, was ist passiert? So, ich wusste gar nichts so. Und dann sagt er, drehen Sie sich mal bitte um. Und ich diskutiere dann mit dem, weil ich bin ja gerade nicht bei mir. Ich weiß nicht, warum was die Polizei von mir will. Ich weiß nicht, warum alle da am Rumschreien ist. Ich, ne, wisst ihr, was ich meine? Ich war auch so ein bisschen überfordert und so ganz genau weiß ich gar nicht mehr, was da so in meinen Gedanken abgegangen ist. Auf jeden Fall war alles sehr, sehr komisch, sehr, sehr schwummrig, so wenn ich das so schwammig, wenn ich euch das mal so sagen kann. Und der Polizist sagt, und ich diskutiere dann mit dem Polizist und der sagt, dann drehen Sie sich um. Und ich sage zu dem, hä, wollen Sie mich festnehmen? Warum? So, ich dachte als erst so, ne, so ohne Sinn, warum soll der mich auch festnehmen? So, wisst ihr, was ich meine? Völlig dumm einfach, dass ich das gesagt habe, aber wie gesagt, ich war nicht ganz bei mir und der Polizist war auch korrekt. Und der sagt dann, du Volltrottel, genau so sagt er das, du Volltrottel, du hast ein X im Hinterkopf, jetzt dreh dich um. Und ich drehe mich dann um, der macht ein Foto von meinem Hinterkopf, der zeigt mir das. Und ich gucke, da ist einfach ein X drin, was voll am Bluten ist. Mein ganzer Hinterkopf war voller Blut, Digga. Ich habe bis dahin nicht mal gemerkt, dass ich am Bluten bin. Gar nichts. Und von der Wunde habe ich auch nichts gemerkt bis dahin. Und ich sag dann zu dem, ja, okay, dann rufen sie einen Rettungswagen. Ne? Was will man machen so? Und dann hat er mich rausgebracht. Dann kam auch schon der Rettungswagen. Die haben mir dann so ein Verband um den Kopf gemacht, damit die Blutung gestoppt ist. Und meine Hand war halt, also aktuell sieht meine Hand so aus. Ne? Und die war halt, also jetzt sieht es wirklich gut aus, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr gut verheilt, Gott sei Dank. Es tut jetzt gerade auch nicht mehr so weh. Aber hier muss man sagen, hier war wirklich so eine Platzwunde. Ich werde auch Bilder einblenden auf jeden Fall. Und die Hand hat wirklich höllisch weh getan. Höllisch weh getan. Als wenn wirklich Glas da drinnen wäre. Die wurde auch dreimal gerönt. Da wurde auch dreimal ein Röntgen von gemacht von der Hand. Auch von dieser Hand. Aber hier war weder eine Scherbe drin, noch sonst irgendwas. Es war wirklich die Platzwunde, Gott sei Dank. Aber das hat wirklich höllisch weh getan. Und zum anderen war dieser Daumen hier, beziehungsweise diese Hand, war scheinbar auch verstaucht. Und ich wusste nicht, was mehr weh tut. Das hat weh getan, dann das. Im Krankenwagen fängt plötzlich an, mein Kopf weh zu tun. Und ich denke mir, ey, was ist hier passiert? So, wisst ihr, was ich meine? Und in diesem Moment im Krankenhaus weiß ich einfach immer noch nicht, was passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich wusste in dem Moment einfach immer noch nicht, dass mich ein vermutlich anderer Türsteher über die Schläfe bewusstlos zum Boden geschlagen hat. Das wusste ich einfach bis dahin noch nicht. Und der Sanitäter, der fragt mich dann, was ist denn passiert? Was haben sie am Hinterkopf? Haben sie eine Flasche abbekommen? Oder wie ist das passiert? Und ich sage zu dem, ich weiß es nicht. Und dann holt er den Polizisten rein und irgendwas war dann da mit Flasche. Und da dachte ich erstmal, ich habe eine Flasche auf den Kopf bekommen aus dem Hinterhalt. Und dann habe ich mir so ein bisschen zusammengereimt. Ich denke mir so, du bist vom Boden aufgestanden, Flasche auf Hinterkopf. Du warst bewusstlos. So, ne? Und dann erstmal ins Krankenhaus gefahren und wie gesagt, alle denken erstmal immer noch, ich habe eine Flasche auf den Hinterkopf bekommen. Auf jeden Fall sind wir dann im Krankenhaus angekommen und direkt wurde meine beide Hände wurden geröntgt und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemerkt habe, dass ich beim Atmen auch Schwierigkeiten hatte, dass meine Schulter weh getan hat, dass wirklich mein Kiefer weh tut, dass beide Ohren weh tun. Das habe ich wirklich erst mit den Stunden kamen die Schmerzen, muss ich sagen. Und ja, der Arzt hat dann gesagt,
gesagt, ja, bevor wir jetzt hier die Nähte setzen in ihrem Kopf, müssen wir auf jeden Fall betäuben und so weiter. Und ich sage euch ehrlich, der hat dann eine Spritze gezeigt, wo ich mir gedacht habe, mach rein, Alter, scheiß drauf, Hauptsache ich spüre das nicht. Und der setzt die dann an, genau an dieser Wunde, wo dieser Strich ist. Ey, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Schmerz im Kopf, Alter. Das hat so weh getan, diese Betäubung in den Kopf zu bekommen. Und danach packt er nochmal 7-8 Stück rein, Alter. Hat der nochmal 7-8 Stück da reingemacht? Ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch ein paar weniger oder ein paar mehr so. Aber ich schätze mal, es waren so 7-9 Spritzen, die er mir da reingeballert hat, Alter. Und boah, das hat so höllisch weh getan, ich sage euch ehrlich. Und dann die Nähte und so weiter, die gingen dann locker durch. Das hat dann nicht mehr so weh getan, auf jeden Fall. Und Emre kam dann ins Krankenhaus, war völlig am Weinen, völlig fertig mit der Welt, und das hat mir wirklich am meisten wehgetan, meinen kleinen Bruder in dem Moment dann so weinen zu sehen wegen mir. Und das war wirklich das Schlimmste für mich, muss ich sagen. Emre so am Weinen zu sehen wegen mir, das hat wirklich alles noch ein bisschen schlimmer gemacht. Und auch bevor der Krankenwagen schon losgefahren ist vom Kö-Club, stand er schon bei mir und hat mich in den Arm genommen und hat geweint. Und ich habe nur gemerkt, ey, Bruder, alle Leute gucken hier hin und es ist sowieso schon Ei passiert. Und ich habe mich auch ein bisschen dafür geschämt, dass es auf der Veranstaltung meines Bruders passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder dass da was passiert ist einfach. Und ich habe halt nur gesehen, dass der am Weinen ist. Und ich habe dem dann halt gesagt, ey, wein nicht, es ist nichts passiert, mir geht's gut. Weil ich wollte halt in dem Moment einfach nicht, dass er weiter weint und dass er traurig ist. Oder, wisst ihr, das hat mich einfach mehr verletzt als alles andere, zu sehen, wie mein Bruder da am Weinen ist. Weil Emre ist jemand, der weint nicht oft. Das ist kein sehr sensibler Mensch tatsächlich. Er weint wirklich immer erst, wenn wirklich irgendwas ist oder wenn ihn wirklich was Starkes verletzt hat. Wisst ihr, was ich meine? Er ist nicht nah am Wasser gebaut. Das will ich euch damit sagen. Und wenn ich schon sehe, dass Emre weint, dann muss da wirklich etwas hinterstecken, was ihn wirklich gekränkt hat oder was ihm wirklich irgendwie zugesetzt hat. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe dann halt versucht, auf ihn einzureden vor dem Club. Habe ihm gesagt, ey, wein nicht, ich bin doch dein großer Bruder und dies und das. Und habe ihm versucht, ein bisschen Stärke zu geben. Die Leute haben mich dann, also der Krankenwagen hat mich dann mitgenommen und im Krankenhaus hat er immer noch geweint. Und ich habe dann versucht, Witze zu machen, die völlig unangemessen sind, muss ich sagen. Natürlich habe ich das erst später gecheckt, nachdem ich gesehen habe, was ich, also ich habe erst wirklich später diese Videos bekommen, 5-6 Stunden später, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, habe ich Videos bekommen und dann habe ich erst gecheckt, ey, diese Witze, die du zu Emre gemacht hast, du Vollidiot, wie kannst du solche Witze in dem Moment machen, wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe zu Emre dann gesagt, so Sachen, er war am Weinen und ich habe dem dann gesagt, ey, ich stand wie böse, Mann, bis zur letzten Runde und dies und das. Ich habe einfach versucht, den Jungen zum Lachen zu bringen, weil ich wollte einfach nicht, dass der weiterhin weint. Und es hat mich einfach so runtergezogen, es hat einfach alles noch schlimmer gemacht, die Tränen meines Bruders zu sehen. Und ja, auf jeden Fall hat mein Bruder mich dann, nachdem ich genäht wurde und so weiter im Krankenhaus, hat er mich dann zurückgefahren. Und ich habe dann eine Instagram-Story gemacht für alle, die es, beziehungsweise für alle, die mitbekommen haben, was im Kö-Club Düsseldorf heute passiert ist oder vorgefallen ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Videos sendet oder mir irgendwie was sagen könnt, was da abgegangen ist. Ich habe einfach versucht, an Informationen zu kommen. So. Und ich muss sagen, eigentlich bin ich absolut kein Fan davon, wenn Leute gaffen bei Unfällen oder wenn Leute Videos machen direkt und die online stellen und hast du nicht gesehen. Aber ich muss wirklich sagen, in dieser Situation hat es mir echt geholfen, denn so konnte ich wirklich sehen, was da genau passiert ist. Ich kann nachweisen, was da passiert ist, und wir haben auch voll viele verschiedene Videos aus den verschiedensten Perspektiven, in denen man mehr oder weniger erkennen kann, wer das ist. Das wird sich vor Gericht dann auf jeden Fall zeigen. Aber in der Situation bin ich wirklich dankbar, dass die Leute ihr Handy direkt gezückt haben und Videos gemacht haben, denn das wird hoffentlich vor Gericht bei der Aufklärung und bei der Findung des Täters helfen, hoffe ich wirklich sehr. Und dementsprechend bin ich darüber sehr glücklich. Und ich habe dann wirklich gesehen, so wie die Leute mir die Videos schicken. Es haben sich wirklich unzählige Menschen gemeldet. Danke wirklich an jeden Einzelnen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, auf Instagram habe ich jetzt nicht die größte Reichweite, aber sehr viele YouTuber-Kollegen haben sich direkt eingeschaltet, haben die Story geteilt, sehr viele andere auch. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Reichweite dafür genutzt habt, in dem Moment mir zu helfen. Und
ich habe dann die Videos bekommen von sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten. Und das erste Video war, wo ich einfach nur bewusstlos am Boden liege, blutüberströmt, in einer Blutlache. Und ich denke mir, ey Bruder, du siehst aus wie tot. So sage ich zu mir. Wisst ihr, was ich meine? Ich war geschockt von meinem eigenen Bild, was da lag. Weil ich sehe mich, wie ich da bewusstlos liege und ich denke mir, ey, du siehst aus wie tot. Keine Regung, nichts. So, und ich bekomme dann immer mehr Videos und auch immer mehr Bilder, die mich wirklich schockiert haben und wo ich dann auch wirklich gesehen habe, ey, während ich mich mit diesem einen vermutlichen Türsteher am Schubsen war, beziehungsweise als ich den das eine Mal zurückgeschubst habe, habe ich direkt, aber auf die Sekunde quasi, habe ich einen Schwinger auf die linke Schläfe bekommen, hier ungefähr, und ich bin dann direkt bewusstlos zu Boden gegangen. Also Schläfe ist ja sowieso direkt Knockout quasi. Und ich muss sagen, ich habe diesen Schlag nicht mal gespürt. Ich habe einfach nur, also wenn ich das jetzt im Nachhinein so erklären müsste, was ich gefühlt habe in dem Moment, das war wie so ein Blitz, der eingeschlagen ist einfach. Ab dann weiß ich nichts mehr. Ne? Einfach so ein Tack und dann war es weg. Und das habe ich dann wirklich im Video gesehen, wie er mich mit einem, wie dann jemand mich mit einem gezielten Schlag auf die Schläfe zu Boden geschickt hat. Und ich sage euch ehrlich, so einen Schlag kriegt kein Laie hin, direkt auf die Schläfe. Also das muss wirklich jemand gemacht haben, der weiß, wo man schlagen muss, der weiß, wie man schlagen muss. Und natürlich ist das völlig überzogen gewesen in dem Moment. Von mir ist keine Gefahr ausgegangen. Ich hätte niemals was gemacht, ich wäre niemals handgreiflich geworden. Ne? Vor allem habe ich mich da locker 5-6 Mal erstmal zurückschubsen lassen und versucht, auf ihn einzureden. Und völlig übertriebene Situation und ich bekomme dann von immer mehr Leuten Nachrichten, die mir schreiben, ey Bruder, ich hoffe, dir geht's gut, wir dachten, als wir dich gesehen haben, dass du tot wärst. Die Leute von Icon haben mich angerufen und mit mir telefoniert, mir erzählt, was passiert ist und gesagt, ey Bruder, du lagst da, ich habe noch nie in meinem Leben sowas Schlimmes gesehen, so, ich bin völlig traumatisiert, sagt Sandro zu mir und Arian auch und die sagen, wir dachten, du wärst tot, Bruder. Und Emre sagt dann auch zu mir, ich dachte, in dem Moment, ich hätte meinen großen Bruder verloren, hat er zu mir gesagt und das hat schon wehgetan, ja, sag ich euch ehrlich. Ich bin einfach glücklich, dass wirklich mir das passiert ist und nicht Emre, weil wäre das Emre passiert, ich hoffe wirklich, dass sich vor Gericht rausstellen wird, wer die Person war, die zugeschlagen hat und dass die Person auch ihre gerechte Strafe dafür bekommen wird. Ich hätte bei diesem Vorfall sterben können, ich hätte mir eine lebenslängliche Lähmung zuziehen können. Es hätte so vieles passieren können, was mein Leben einfach sehr, sehr negativ beeinträchtigt hätte in der Zukunft. Ich hatte wirklich sehr viel Glück. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin, dass ich lebe und dass ich wirklich mit dem Mindesten, wenn man das so sagen kann, weggekommen bin. Dafür bete ich wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viel. Was ich dazu sagen muss, ich hatte nach dem Vorfall kamen wirklich alle Schmerzen, also mit den Stunden, habe ich ja gerade schon gesagt, kamen die Schmerzen. Zum einen hatte ich Schmerzen an der rechten Hand bei der Wunde, zum anderen aufgrund der Verstauchung in der linken Hand. Meine Ohren haben beide wehgetan. Ich konnte mir nicht mal die Ohren putzen quasi, weil das hat so höllisch wehgetan. Egal welche Berührung daran kam, es hat wehgetan. Meine Rippen haben wehgetan, beziehungsweise beim Atmen hatte ich ein Stechen. Mein Kiefer hat extrem wehgetan, wenn ich dran kam. Mein Kopf sowieso, brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen, wie der am Pochen und am Brummen war. Ich hatte sehr viele Schmerzen, sage ich euch ehrlich, auch Rückenschmerzen. Es kann natürlich auch daran liegen, dass Elias MNS, er wurde ja auch geschubst, das sieht man auf den Videos, die ich bekommen habe. Nachdem ich zu Boden gegangen bin, wurde er auch geschubst und der ist dann quasi über meine, also ich lag so und er ist dann so über meine Beine gefallen und mit dem Hintern auf meine Rippen scheinbar und ein bisschen auf meinen Kiefer. Ich lag eh am Boden. Er kann natürlich nichts dafür. Es ist trotzdem die Schuld von den Leuten, die geschubst haben und das gemacht haben. Aber kann halt gut sein, dass aufgrund dessen mir auch die ein oder andere Rippe kaputt gegangen ist. Wobei man bei einem Rippenbruch natürlich nichts macht. Ne? Rippen kann man ja nicht operieren. Und deswegen vielleicht auch der Kiefer, das habe ich natürlich alles prüfen lassen, so von Ärzten und so weiter. Aber da war jetzt Gott sei Dank nichts, was irgendwie zukünftig bleiben könnte. Das Einzige, was mir aktuell wirklich sehr viel Sorge bereitet, ist, dass ich mich momentan immer noch so fühle, als wenn ich nicht ganz bei mir wäre. Beziehungsweise
Ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu erklären. Es fühlt sich wirklich alles so an, als wenn ich so ein bisschen abgestumpft wäre, als wenn alles nicht so ganz real wäre. Ich schlafe extrem viel. Ich sage euch ehrlich, wenn mir früher 6, 7 Stunden gereicht haben zum Schlafen und ich war topfit über den ganzen Tag oder sogar 4 Stunden oder was auch immer, ich brauche jetzt gerade, ich schlafe momentan 12 Stunden, 13 Stunden und ich wache dann auf und ich fühle mich immer noch so, als wenn ich nicht geschlafen hätte. Und das ist seit dem Vorfall so. Und ja, dadurch, dass ich dann mehr schlafe, bin ich auch unmotivierter über den Tag hinaus. Ich hoffe wirklich, dass es nur am Vorfall liegt und dass sich das wieder bessern wird. Abgesehen davon habe ich extreme Gedächtnisprobleme, ich habe Konzentrationsstörungen. Beispielsweise saß ich vor ein paar Tagen hier am PC, habe Emre geholfen für ein Thumbnail und er ist dann schon mal hochgegangen auf Toilette, keine Ahnung, hat sich frisch gemacht oder was auch immer, weil er raus wollte. Und ich habe ihm schon mal das Thumbnail gemacht. So. Und anstatt dass ich das Thumbnail, was ich dann 15, 20 oder eine halbe Stunde erstellt habe mit Emre, anstatt dass ich das dann speichere und hochlade bei YouTube, mache ich einfach den PC aus. So, wisst ihr, was ich meine? Solche Sachen sind mir noch nie passiert, ja, also vor dem Vorfall ist mir sowas bei Gott sogar noch nie passiert. Ich bin wirklich ein konzentrierter Mensch, vor allem wenn es um meine YouTube-Sachen geht und so weiter, achte ich immer sehr genau darauf. Sowas ist mir wirklich noch nie passiert und als mir das dann passiert ist und Emre mich darauf aufmerksam gemacht hat, wo das Thumbnail ist und dass ich das nicht gespeichert habe, habe ich wirklich Angst bekommen, dass ich irgendwie, ne, also irgendeinen Schaden davon tragen könnte in der Zukunft, was ich natürlich nicht hoffe. Ne, ich habe einen Termin beim CT, da werden Schichtaufnahmen vom Kopf gemacht und ich hoffe wirklich, dass da nichts Schlimmes rauskommt, was mich nochmal schockieren wird. Für alle, die vielleicht interessiert, wie aktuell mein Hinterkopf aussieht, den zeige ich euch jetzt natürlich auch einmal. Für alle, die vielleicht sowas nicht sehen können, sollten vielleicht skippen, ich zeige euch das jetzt einmal. Ich kann natürlich aktuell auch nicht zum Friseur gehen aufgrund der Wunde. Also, falls ihr euch fragt, warum ich in den nächsten Tagen und Wochen immer noch nicht mit frischen Seiten hier sitze, Freunde, es liegt an der Verletzung, weil wenn da ein Haar reinfliegt und die Wunde dann zuwächst, dann ist, also das kann sich sehr, sehr ekelhaft entzünden. Vor allem am Kopf ist sowas ganz gefährlich. Möchte ich auf jeden Fall nicht riskieren. Danke, 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 danke an jeden einzelnen von euch wirklich, der uns Nachrichten geschickt hat, der uns in dieser schweren Zeit hinter uns stand, der uns versucht hat, Kraft zu schenken in den Kommentaren. Danke an jeden einzelnen YouTube-Kollegen, der mir geholfen hat, an Informationen zu kommen, der seine Reichweite dafür genutzt hat, um mir zu helfen. Danke an viele Deutschrapper, die sich bei mir gemeldet haben und mir Anwälte vorgeschlagen haben und hin und her. Danke dafür auf jeden Fall. Und ich habe auch beispielsweise gesehen, dass ein Sadik sich bei Sammy im Video dazu geäußert hat und so Sachen gesagt hat wie, ja, wenn man dick ist, warum gehst du dann feiern und hast du nicht gesehen, obwohl Sammy ihm sagt, ey Bruder, das war voll gefährlich und da hätte voll was passieren können und der kann dann nichts und dies und das und er versucht dann immer noch ins Lächerliche zu ziehen. Finde ich ein bisschen traurig, dass man so auf sowas reagiert, aber es ist natürlich seine Sache. Ich habe nichts mit Sadik zu tun, werde auch in Zukunft nichts mit ihm zu tun haben. Fand ich aber ein bisschen schade, ein bisschen traurig, dass man als Mensch einfach so eine Einstellung hat und sich darüber lustig macht, dass fast jemand gestorben ist, Digga. Das ins Lächerliche zieht. Ein bisschen Respekt kann man natürlich haben. Sadik war anscheinend ein bisschen sauer immer noch, dass ich vor einem Jahr auf einen Song von ihm negativ reagiert habe, wobei das auch nur meine Meinung ist. Man sollte mit Kritik klarkommen, vor allem wenn man in der Öffentlichkeit steht, vor allem wenn man Deutschrapper ist, dann sollte man mit einer Meinung klarkommen, mit Kritik, aber dass man halt dann noch sauer ist, okay, verstehe ich irgendwo, aber dass man sich dann lustig macht über jemanden, der fast oder der ums Leben hätte kommen können, Gott bewahre, finde ich respektlos in der Hinsicht, aber egal, so oder so muss jeder selber wissen, Freunde. Und ja, Mann, ich bin auf jeden Fall wieder am Start. Morgen gibt es wieder frische Videos. Ich freue mich übertrieben. Ich bin sehr, sehr motiviert, Freunde. Ich freue mich, wieder zurück sein zu können. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.